In Triberg soll eine Erlebniswelt entstehen, die das Städtchen in eine Art Schneekugel verwandelt. Eine riesige Glaskuppel wird über den Ort gebaut, so die Planung, Gebäude mit historischer Fassade hochgezogen und Triberger Attraktionen in verschiedene Themenbereiche integriert, wie Wasserfall, Bergwerk, Schwarzwaldmuseum, Kuckucksuhr. Der Gemeinderat hat jetzt dem Vorhaben zugestimmt und auch viele der 5200 Einwohner scheinen begeistert. Also den Fluch auf keinen Fall, Säge, höchstens das aber Säge. Ich denke, das kann man teils sehen. Ich denke aber, es bringt einige Vorteile in Sachen Arbeitsplätze und bringt Triberg ein bisschen nach vorne. Die Verkehrslage, denke ich, ist vielleicht noch nicht ganz so geklärt, aber ich finde im Großen und Ganzen, denke ich, bringt Triberg nach vorne. Ist ein Säge. Diejenigen, die dagegen sind, wollten sich vor laufender Kamera nicht dazu äußern. Die Erlebniswelt Triberg soll dazu dienen, den Tourismus in dem Schwarzwaldort zu fördern und Tradition zu bewahren. Mit neuen Gebäuden in altem Gewand sollen historische Stadtfassaden erhalten werden. Ein Vergleich mit Disneyland drängt sich da geradezu auf. Ach, das wäre mir lieber, weil das ruhiger ist. Wie Disneyland ist ziemlich strapazig und ein bisschen viel Umtrieb, würde ich sagen. Disneyland. Ich denke doch eher lieber in die fertige Erlebniswelt, weil ins Disneyland ist, nee, ist dann jetzt in meine Richtung. Also Disneyland auf keinen Fall. Altermäßig schon, also lieber danach. Also ich finde das ist für Triberg gut, vor allen Dingen für die Jungen, die jetzt aufwachsen. Denn was haben wir noch im Städtli? Oh, ich würde in beides gehen, weil ich war in beiden noch nicht. Geplanter Spatenstich ist 2009. Fix und fertig sein mit der Erlebniswelt Triberg möchte man spätestens im Jahr 2013. Mit Schwarzwaldschinken und Kuckucksuhr allein lässt sich offenbar kein Geld mehr verdienen. Die Erlebniswelt soll's richten. Apropos Geld, 80 Millionen Euro soll der Spaß kosten. Schuhe kaufen. Boah, ich würde einen größeren Marktplatz draus machen und ein Einkaufszentrum bauen. Ich denke, ich würde eher was nicht in Richtung Tourismus gehen, sondern eher mehr Geschäfte für die Leute in Triberg hier machen. Ja, ich würde sagen, das wäre nicht schlecht. Was ich selbst jetzt machen möchte oder vorhin, würde ich sagen, ich hätte Hand und Fuß. Also keine Erlebniswelt, das stimmt.